Hallo zusammen, ich bin Berserker Gummibaum und willkommen zurück zu Let's Play Europa Universalis 4 als Navarra. Wir sind mitten im Krieg mit Kastilien und da auch bald fertig und ich habe mir gedacht, ich werde jetzt mal kurz vielleicht bei Brittany vorbeischauen gehen. Und schauen, ob dort alles mit rechten Dingen zugeht. Jetzt müssen wir kurz Frankreich fragen, ob wir denn nicht jetzt doch durch dürften. Vielen Dank, Frankreich. Ich weiß es zu schätzen und dann machen wir uns jetzt auf eine kleine Wanderung durch das schöne Frankreich. Ist nett. Können wir im Sommer öfters machen. Ist Sommer? Ah nein, okay. Ist es Winter, von dem her ist es vielleicht doch nicht so nett. Aber jetzt sind wir erst im Beginn in den Norden. Das ist eigentlich voll scheiße. Meine Soldaten mögen mich wahrscheinlich nicht besonders gern dafür. Aber hey, hallo, Liege. Gibt's ja auch noch. Hey, nicht weglaufen. Du wolltest doch herkommen. Oder? Okay. Die hauen mir gerade ab, weil ich zu depper bin. Für alles. Wir müssen dann da rein und hoffentlich kriegen wir sie da. Was ist das? Hills, fein. Wir kriegen sie. Oh, sie kommen zu mir. Umso besser. Okay, stehen bleiben und sie kommen immer noch. Colony self-sustaining. Wunderbar. Hey, wieso habe ich da jetzt drei? Wait a second. Das geht aber schnell. Das geht fix. Ich muss da irgendwann mal Sachen erforschen gehen. Ich brauche da drüben Truppen und einen Conquistador. Ich kann eh ein... Ja, das macht äußerst viel Sinn, finde ich. Wir bauen da einfach kurz eine kleine Tertio-Infanterie rein. Das Einzige, was deren Job sein wird, ist die eine Mission zu machen, wo sie überall rumlaufen. Und dann gibt es auch manchmal... Oder ist das nur Mandate of Heaven so? Muss ich gleich schauen. Ich habe es nämlich vor Mandate of Heaven nie gemacht. Bist du schon gelockt? Du bist schon gelockt. Wieso kommst du da nicht hier rein? Das ist völliger Blödsinn, was ich hier tue. Dass man die Truppen auf diese Mission schicken kann. Da gibt es dafür schön, Monarch Power. Okay, soll ich jetzt mal zuerst nach Liege gehen? Wo ist Liege? Liege. Liege. Zeug. Da hinten. Das heißt, ich kann wahrscheinlich nicht dahin, oder? Doch, ich darf durch Österreich auch durch. Okay. Das heißt, wir kümmern uns zuerst jetzt kurz um Nierschalt statt Brittany, ist ja auch egal. Stationieren dort ein paar Truppen, damit sie keine neuen Truppen bauen können und dann gehen wir rüber zu Brittany. Dann ziehen wir einfach alles zu und kriegen ein bisschen Geld für die ganze... Für unsere Mühe, für unser Opfer, das wir hier bringen. Aha. Hey! Ist die KI gerade extrem intelligent gewesen und hat den Military Access mit Österreich gecancelt, damit ich hier nicht durch kann. Sehr schlau, bringt nur leider nichts, weil Österreich gibt mir auch Military Access. Aber, schöner Versuch. 10 out of 10. For cleverness, liebe KI. Jetzt haben sie leider wieder ein bisschen Moral, aber ich meine, sind wir uns doch mal ehrlich. Ah, shit, sind wir uns mal ehrlich. Ich komme da gar nicht hin. Fuck. Jetzt hör mal auf da weg, du bist so nervig. Mal so, lassen da einen liegen. Ich hasse das, wenn sie weglaufen. Jetzt weiß ich nicht mal, wo sie sind. Wo sind sie jetzt hingelaufen, die Schweine? Oh Gott. Nicht mit Brittany zusammenlegen. Oh Gott. Ne, okay, wir sehen das da oben mal und dann jagen wir in diesen verdammten... Wo läuft ihr hin? Ja, okay, du kannst dich da mal hier hinstellen. Ist jetzt schon nervig. Ist jetzt schon extrem nervig. Das sind so Fliegen. Fliegen. Die man einfach nicht wegkriegt. Ja, okay. Du hast mich ausgetrickst, ich geb's zu. Kannst jetzt mal stehen bleiben, irgendwo? Wieso bleibst du jetzt da stehen? Das macht überhaupt keinen Sinn, aber okay. I'm fine with it, dann gehen wir da hin, ist auch okay. Wo gehst du jetzt hin? Nach Toulouse, oder? Dann bleiben wir da einfach mal stehen. Ist auch Hills leider. Ist jetzt da mal wieder verstärkt. Come on, okay. Wunderbar, was können wir uns... Wir wollen uns keine Tech holen, nicht wahr? Das ist die dreckige Wahrheit, weil wir zuerst... ich wollte eine Sache machen. Haha, nein, geht nicht. Das ist wieder... Ich wollte eine Sache machen, die man nur im Mandate of Heaven machen kann. Ich wollte schauen, ob ich nicht Edicts erlassen kann in den States, weil man das im Mandate of Heaven machen kann, um den Institution Spread schneller zu machen. Aber wir sind ja nicht bei Mandate of Heaven und deswegen mache ich das jetzt nicht, weil ich es nicht kann. Okay, komm. Ich meine, diesmal sollte eigentlich nirgends mehr wirklich hinlaufen können, wenn ich ja alles von ihm besetze. Oder läuft jetzt dann nach Brittany? Traue ihm zu. Jetzt verlieren wir doch mal ein bisschen Manpower hier. Okay. What the hell is Brittany doing? Wo gehst du jetzt hin? Ja, die stellen sich jetzt bei mir unten. Wo? Ah, da gehst du hin. Ah, weil du das besetzt hast. Stimmt. Macht Sinn, macht Sinn. Willst du deine... Oh, okay, wir sind da fertig. Naja, auch egal.
Warum bleiben die immer da stehen? Und sie haben ihre 4000 und 5000er Truppen nicht zusammen. Das ist extrem dämlich von ihnen. Du sollst da mal unten durch für einen Moment. Da an den Pyrenäen vorbei. Jetzt dachte ich kurz, der setzt sich in Bewegung. Ist aber nicht so. Wir teilen euch kurz auf, damit das hier schneller geht mit dem Siegen. Wie immer wieder Provenza und das andere. Hey! Das habe ich gar nicht gesehen. Fuck. Oh Gott. Wieder wegsiegen kann. Jetzt muss ich leider wieder kurz hier runterlaufen. Mein Gott, ich muss die ganze Kreuz und quer durch Europa laufen. Glorious will Navarra be. Völlig richtig. Glorious will Navarra be. Ich stimme zu. Wir könnten fast eine Allianz mit... Aber das geht leider nicht, weil du Frankreich gerabbelt hast. Sonst wäre schon cool eine Allianz mit Österreich. Muss ich mich noch irgendwo einschleimen? Da habe ich mich schon eingeschleimt, oder? Ja, da auch. Milan mag mich. Florenz! Bei Florenz muss ich mich auch wieder einschleimen. Firm. Dann müssen wir jetzt leider hier kurz da runter. Moment. Come on. Okay, wunderbar. Hier hin. Jetzt schon mal hier runter. Wir müssen die leider fertig machen. Das sind ja Mountains, gell? Das ist das Schöne daran. Ich liebe dieses Fort. Dieses Fort ist ganz großartig. Coast has been raided. Okay. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich was bringt, dass ich das tue. Weil sie sind noch nicht auf 100% Kastilien. Das heißt, ich müsste eh noch ein bisschen warten. Können wir auch genauso gut Krieg finden. Machen die mich jetzt kaputt da oben? Das wäre leider möglich, weil ich keinen General da oben drin stehen habe. Where the fuck are you going? Ah, nein, ihr geht da runter. Okay, das heißt, die werden es jetzt wieder zurücksiegen. Dann kann ich sie wieder wegsiegen. Das ist wunderbar. Behaltet euch da mal ein bisschen, bitte, liebe Truppen. Genua, recall. Okay. Portugal wird auch ziemlich viel Aggressive Expansion abbekommen, weil wir sie nicht in den Krieg reingezogen haben, glaube ich. Wobei, es ist ihre Wahl, oder? Vielleicht ist es dann doch nicht so schlimm. Have no Diplomats to send? Kann ich bitte wieder einen Diplomat to send haben? Wir können jetzt auch den einen Conquistador schon da hinten reinschieben. Das ist zwar der mit Siege, aber was soll's. Ja, kann ich schon. Okay. Hunt for the Seven Cities. Das meinte ich mit dieser, mit dem Quest, den man ja mit dem Conquistador machen kann. Here we go, das sollte sich ausgehen. Vor allem mit dem Minus 2 Modifier, ja, eh klar, dass die das hier machen. Military Leader nicht welcher jetzt, nicht der Gute. Nein, es war nicht der Gute, es ist der Beschissene. Aber es ist leider trotzdem etwas tragisch. Wo sind wir? Ihr habt 32, könnte ich schon einen Conquistador machen? Ja, du brauchst nur ein bisschen Influence, das geben wir dir gleich. Dann recruiten wir einen. 2, 6, 2, holy shit, okay. Holy fuck, was für ein General. Wunderbar. Die sind beide ziemlich geil. Egal, den einen werden wir jetzt... Das hat jetzt nicht lange gedauert, dieser Handvoll der Seven Cities, aber jetzt probieren wir es nochmal. Okay, wunderbar. Komm mal. Brauchen schon 4400 Mann wieder, aber die werden mal besiegt. Okay, so, das heißt, ihr könnt jetzt wieder hier rauf. What a clusterfuck. Ja, das hätten sie jetzt wieder beides eingenommen. Wunderbar. Good job by you. Ja, aber da oben sind wir wenigstens bald mal fertig. Das ist auch schön. Florida, 3 von 3. Aber das wird natürlich dann später auch ein Colonial State. Und deswegen brauchen wir den nicht. Warte, Österreich mag uns nicht mehr? Aber wir könnten das eigentlich canceln, oder? Wir haben nicht zu viele Beziehungen. Interesting. Was ist los? Na, ich dachte kurz irgendwie, Frankreich wäre in dem Krieg. Aber dem ist eh nicht so. Du kannst eigentlich mal rauf und du erledigst das hier mal. Wie viel brauchen wir noch? Nicht mehr viele, super. Sollten unsere Armeen bald wieder voll verstärkt haben. Okay. In welchen Krieg hast du dich gerade eingemischt? Gegen Böhmen. Oh, auch kein schlechter Krieg. Böhmen, Sachsen und Pommern. Moral of Armies plus 5%. Yes, definitely. Ist mir lieber als das Prestige. Ich sollte eh gleich wieder ein bisschen Prestige bekommen. Okay, kann ich da nach hinten? Ja, okay. Still occupied. Oh, diese Würmer. Naja, ein Fort sollten sie aber nicht hinkriegen und den Rest lässt sich relativ schnell wieder machen, sobald ich da mal wieder unten bin. Du, da oben könntest jetzt mal fertig werden, das wäre ganz nett.
Das würde mich ausgesprochen freuen. Wunderbar. Das heißt, mit Liege oder Liege werden wir jetzt mal fertig. Hey, Pause. Ja, das heißt, euch kann ich mal wieder dazu verwenden, dass ihr hier runterkommt. Dich kann ich gleich mal wieder Stack wipen. Und dann hätten wir den Brittany auch erledigt und dann sind wir jetzt wirklich mal fertig mit dem Krieg. Es ist zwar nervig, dass er länger dauert, aber es macht irgendwie nicht wirklich viel Unterschied, weil wir werden nicht viel mehr Manpower verlieren dadurch. Geld verlieren wir auch nicht wirklich, außerdem werden wir einen Haufen Geld machen gleich. Fuck. Ja. Kurzer Moment. Dann ist er wieder weg, damit ich den General auswechseln kann. Ja, ihr kommt alle dahin. Und, yep. Ah ja, und Frieden mit... Yeah, ich wollte dich machen. Hey. Wunderbar. Ja, dann Land will ich nicht haben. Also, okay, eine Valiant Vassal will ich auch nicht. Force Religion. Force Religion gefällt mir irgendwie. Und wenn wir weniger Geld nehmen, kriegen wir immer noch die War Reparations, oder? Ja. Yeah. I like that. Wunderbar. Fertig mit Liège und die sind jetzt reformed. Wunderbar. Okay, du kriegst jetzt... Na, okay, du kriegst jetzt noch gar nichts, weil ich euch das mal mergen will. Dann kriegst du hier unseren Supergeneral. Aber wir warten noch auf die hier. Warte, so seid ihr jetzt plötzlich 20 und ihr seid nur 18. Irgendwas ist schief gegangen. Ich glaube, du hast jetzt einen Infanteristen zu viel. Kann das sein? Wait a second. Wie viele Truppen sind das insgesamt? Ja, 4 Armies sehe ich auch. Das sind 10.000, 3.000, 5.000, 16. What happened? Hä? Hä? Nein, das sind 12. Nein, das sind 10.000. Warum? Egal. Ich tue es nachher wieder auseinander dividieren. Keine Ahnung, was ich da jetzt mir. Ich habe eigentlich darauf achten wollen, dass ich nicht wieder die beiden Halbarmeen irgendwie vertausche, aber ich habe es schon mal trotzdem gemacht. Shit happens. Na komm. Wunderbar. Das sollte eigentlich sofort ein Stank Web sein. War's nicht. Eklar. Aber da jetzt, oder? Ja, da kommt jetzt der Wipe. Ja, da kommen nochmal ein paar. Bitteschön. Was wollen wir am meisten haben? Nicht Military, das weiß ich auf alle Fälle. Von den beiden haben wir aber jetzt schon ein bisschen viel. Leider. Vielleicht auch Military. Wie weit ist mein Institution Spread? Noch nicht so weit. Ich kann es leider nicht embracen. Bis nicht zumindest irgendwas hier. Was dauert da dann noch? Oder ich versuche es in einer Provinz zu forcen, aber es ist irgendwie Verschwendung, weil ich nicht muss. Wie hoch ist der Penalty? 9%? Ich meine, das ist ganz okay. Wir kriegen insgesamt immer noch. Ja. Ich hole mir jetzt trotzdem Military und ich hole mir die beiden hier. Okay, excellent. Bam, bam, bam. Ah, voll in die Rebellion reingeplatzt. Ja, das ist nicht so gut gelaufen, ne? Wir nehmen da mal die zwei raus. Da, hä, was? Da ist auch noch eine Rebellion? Leide. Nervig. Passt mal ein bisschen besser auf eure Bauern auf, Kastilien. Die haben keinen Respekt vor euch, habe ich so das Gefühl. Die wurden nicht gestackwiped von den blöden Bauern? Goddammit. Können auch mal hier runter. Ich hätte gedacht, die werden gestackwiped. Okay, das heißt, wir gehen mal wieder fleißig hier runter. Dann machen wir die Rebellen hier fertig. Und dann können wir vielleicht irgendwann hier den Frieden machen. Den ich eigentlich schon die ganze Zeit machen wollte. Jetzt wird's bitte gestackwiped werden. Okay, fuck you, Tunis. Ich mag dich auch nicht. Du Schwein. Die hassen mich nicht mal mehr, die Papal States. Dann gehen wir mal wieder ein bisschen improven.
Okay, finally in Stackwipe, du kommst jetzt dahin. Jetzt haben wir doch noch ein bisschen Manpower aus dem Fenster geworfen. Mhm. Okay, wunderbar. Jetzt bitte mal Ruhe. hey, wait a second. Ja, einmal habe ich euch geteilt, teile ich nochmal. Wo ist der andere? Dahin und dann noch einer hierhin. Und dann hätten wir das alles wieder unter Kontrolle. Könnte ich dich vorswitchen, wenn ich dich denn ganz einnehmen würde? No, ah, du bist schon meine Religion, oder was? Ah, look at that, wieso sind wir dann im Krieg? Was ist los mit dir? Brittany. Ah, das wirst du nicht. Aber das schon, you know what, fuck it. Goodbye, Brittany. Castilien ist immer noch der Meinung, es ist irgendwie super cool. Du hast nur noch Kolonien und kein Land mehr. Also sind das keine Kolonien bei dir, sondern das ist actually Castilien für dich? Okay. Müssen wir jetzt Kolonien einnehmen gehen? Ich habe nämlich wenig Lust dazu, muss ich zugeben. Unsere Flotte ist nicht ganz up to date momentan. Okay, das hätte ich mir geholt. Yes! Naja, das ist mir völlig wurscht, aber die 50 Admin Power nehme ich gerne. Okay, 78. Was würde sich denn damit deichseln lassen? Wo habe ich Claims? Da und irgendwo noch. Da und da. Wenn ich es auf 100% kriegen würde, könnte ich einfach alle meine Claims nehmen, was jetzt ziemlich cool wäre. Oder wir lassen das dabei. Holen uns noch War Reparations und Geld. Also das dürfen wir gar nicht. Wie sieht's aus mit unserem War Goal? Kriegen wir da noch irgendwas dafür? Ja, ziemlich viel. In dem Fall können wir eigentlich einfach chillen. Bis der Warscore hoch genug geworden ist. Aber wir werden uns kurz mal runtergeben. Wahrscheinlich schauen sie jetzt dann irgendwann wieder vorbei mit den Schiffchen, aber oh mein Gott. Gehen wir sie halt dann wieder rauf. Oder wir müssen sie ja nicht ganz runtergeben. Wir können sie irgendwie so. Ja, so irgendwie in der Art. Juhu, Benevolent. Wunderbar. Fertig mit Portugal Relations Improven. Auch sehr nett. Portugal mausert sich hier hinten. Da unten. Vielleicht unterschätze ich die irgendwann mal. Die holen sich da schon ordentlich Land. Yes, 35 Dukaten für 50 Diplopower ist ein fairer Trade. Ich sollte euch nur kurz mal aufeinander stellen. Ich weiß, ihr kriegt Attrition, aber damit ich euch einfach schön helfen kann. Damit das Ganze irgendwie einfacher ist für mich. Natürlich ist es depperter, weil man Attrition bekommt, aber ist einfach einfacher zu handhaben. 13 zu 4, wunderbar. Der Armee könnte schlechter gehen. Aber nein, die Spanier haben noch gar nicht vorbeigeschaut. Wunderbar. Okay, haben wir noch... Oh, wir haben einen Kolonisten frei. Ist das, weil eine unserer Kolonien eingenommen wurde, oder... Nein, okay. Machen wir einfach da weiter. Auf 79. Das dauert jetzt natürlich alles ein bisschen. Ja, und ich werde mir wahrscheinlich auch Military Tech noch einmal holen müssen, bevor ich die Institution endlich bekomme. Schade, dass das so ewig dauert. Das ist mit dem nächsten Spiel Global Trade. The strongest trade power in Genoa. Genoa ist der highest valued trade node in the world. Könnte es sogar sein, ist es aber jetzt scheinbar nicht. 31, doch, das könnte eigentlich schon sein. Was könnte dann... Ne. Not you. Oh ja, die natürlich nicht. Das da könnte es noch sein. Ist es aber scheinbar auch nicht. Wunderbar, 26. English Channel. Nope, 12. 15 ist mit Konstantinopel. Gerade mal 11,7. Und da drüben sehe ich es leider nicht. Das heißt, wenn wir die strongest Trade Power in Genoa werden würden, hätten wir Chancen. Und dafür müsste ich wahrscheinlich hier Genoa aufs Maul geben. Was ja eigentlich möglich ist. Mit wem bist du verbündet? Oh, mit Österreich. das könnte natürlich ein bisschen blöd werden. um ehrlich zu sein. Wir können mal einen Claim fabrikieren. Das kostet ja nichts. Außer einen Diplomaten. Nur so für den Fall. Ich weiß nicht, wie stark Österreich tatsächlich ist jetzt. Hast du Personal Union mit Ungarn oder sowas? Nope. Tempestige hole ich mir gerne. Improver, nun, wir haben gerade unser Prestige genug improved. Ich wusste gar nicht mehr, dass ich das überhaupt habe. Italian Ambition.
Five on any all is in the region Italy. Interesting. Colonize Appalachies. No, Appalachie. Where is Appalachie? Da ist Appalachie. Ja, würde ich schon gerne machen. Können wir dem noch sagen, recall? Geh zurück und dann geh bitte dahin. Danke. Ist mir egal, welche von den beiden ich zuerst mache. Okay. Das war wieder erfolgreich soweit. Leider der Krieg ist noch nicht ganz vorbei, aber es sollte bald soweit sein. Ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat, zuzusehen. Wenn das der Fall war, lasst doch ein Like da oder abonniert den Channel. Aber vor allem schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Baba.